Umweltlufttechnik beschäftigt sich mit frischer Luft. Wir reinigen Luft, die bei Industrieprozessen entsteht, in irgendeiner Form Partikel, Gase, Dämpfe, Gerüche erzeugt und sorgen so für die Gesundheit von Menschen. Um das zu erreichen, sind wir schon seit vielen Jahren intensiv auch in Forschungsprojekten aktiv, haben eine intensive Innovationstätigkeit. Dieser Fokus auf eine kontinuierliche Erneuerung auf der Produktseite hat dazu geführt, dass die Firma sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat und wir ein stetiges Wachstum nachweisen konnten. Unter anderem wegen des Wachstums, aber auch um unsere Kunden effektiv bedienen zu können, sind wir dazu gezwungen, regelmäßig unsere Prozesse zu verbessern, zu optimieren, auch in der Fertigung, in der Produktion effiziente Methoden zu finden. Eine dieser Methoden, die wir anwenden, ist das Kanban-System. Was wird benötigt, um Kanban einzuführen? Voraussetzung dafür sind kanbanfähige Produkte, eine Kanban-Sammelstelle und ein Grundkonzept für die Ausführung. Benötigt werden Kanban-Karten, Kanban-Kartenhalter, eine Kanban-Sammelbox und ein Kanban-Board. Was ist das Ziel von Kanban? Das Hauptziel ist eine selbststeuernde Wiederbeschaffung. Einige Vorteile von Kanban wären der Abbau von Lagerbeständen, eine Verringerung von Lagerflächen und eine Reduzierung von Durchlaufzeiten. Wenn die rote Markierung erreicht ist, wird eine neue Bestellung mittels Kanban-Karte getätigt. Das Lager wird wieder befüllt. Welche Ausführungen von Kanban gibt es? Es gibt das Karten-Kanban, das Behälter-Kanban und das Kennzeichnungs-Kanban. Es ist jetzt einige Zeit bei ULT vergangen und ein Kanban-System wurde eingeführt. Schauen wir uns nun an, wie es in der Firma aussieht und wie das Ganze funktioniert. Nun sind wir im Bereich des Filterbaus. Diese sind die mit am wichtigsten Bestandteile für die Anlagen, welche ULT produziert. Genau hier hat sich herausgestellt, dass es eine zu optimierende Schnittstelle gibt und dass Kanban dafür gut geeignet ist. Hier im Lean-Lager wurde ein Kennzeichnungskanban eingeführt, in dem Falle mit den Ampelfarben. Befinden sich die Filter im grünen Bereich, so muss auf nichts geachtet werden. Befinden sie sich jedoch im gelben Bereich oder gar im roten, dann Achtung, jetzt sollte man handeln. Der Mitarbeiter, welcher nun einen Filter aus dem Lager entnimmt und bemerkt, dass sich der Lagerbestand im vorher festgelegten kritischen Bereich befindet, entnimmt die Kanban-Karte und befestigt diese sofort und ohne jegliche Umwege am Kanban-Board. Deshalb ist das Board auch in unmittelbarer Nähe angebracht. Die Mitarbeiter im Einkauf oder in der Produktion können nun sehen, dass Nachschub benötigt wird. Je nachdem, ob es ein Teil ist, was bestellt werden muss oder intern gefertigt wird, kann dies getan werden und die Kanban-Karte kann auf dem Kanban-Board auf den nächsten Status geschoben werden. So wissen nun auch alle, dass das Teil in Bearbeitung ist und das Lager bald wieder aufgefüllt. Sobald Nachschub bereitsteht, wird das Lager wieder aufgefüllt, die Kanban-Karte vom Board entfernt und wieder am Lager befestigt. So entsteht ein selbstregelnder Kreislauf, bei dem der Status für jeden Mitarbeiter ersichtlich ist und im Lager immer genügend Filter liegen. Um den Ansprüchen unserer Kunden hinsichtlich kurzer Lieferzeiten gerecht werden zu können, hat sich die ULT AG dazu entschieden, die Kanban-Methode zu implementieren. Wir haben hierfür alle unsere Produktionsbereiche entsprechend ausgestattet, können eine sehr, sehr kurze Lieferzeit sicherstellen bei gleichzeitiger Reduzierung der Bestände. Thank you.